Hey Leute, herzlich willkommen, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Duelist of the Roses. Und wir holen uns jetzt die letzte Karte. Rose Card, wie immer, Karte. Weißer Drache Ink, also weißer Drache mit 3, 5, 4000 ist schon machbar, gehe ich von aus. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt direkt eine 11 hätten. Könnten wir uns eine schöne dicke Verteidigung aufbauen erstmal. Oh, coole Musik. Okay, es ist das gleiche Feld wie gegen Hackfresse, der anderen Seite. Nur ohne die Finsternis. Oh yeah, das ist ein Draw, sag ich euch. Also kein Berg. Er wird aber sowas haben wie Berg, gehe ich mal von aus. Ist jetzt sozusagen der Yugi. Ich hoffe, also es weißer Drache kann es nicht sein, weil dafür ist das Ding von vornherein, wie soll ich sagen? Es geht ja nicht, er hat ja 7 Sterne. So, sind wir erstmal auf der sicheren Seite, weil das Ding hat dann 3-6 Def. Ja, komm näher. Come a little closer. Das wird nicht. Drei, wir droppen mal in. Ich muss ein bisschen überlegen. Dann haben wir jetzt nächste Runde 4, dann kann ich eine Elfe spielen. Kann ich aufdecken. Ich mache hier die gleiche Taktik. Ich werde rundherum jagen. 3-6 Def. Erstmal Kaboom in die Sicht. Komischer Jin-Haini. Ich glaube, der ist auch im Original Kaiba-Deck drin, ne? Ah, ihr Spellbounded. Mann, das ist so beschissen. Diese Prinzip. Ja, ja, geh mal dahin. Töte den mal. Das ist eine gute Idee. Soll ich die jetzt schon aufdecken? Ich lasse die da mal liegen erstmal. Wir müssen jetzt eh eine Runde warten, weil wir können ja jetzt theoretisch so gesehen nichts machen. Das Übliche. Ja, zieh mal zurück die Karte. Ja, genau, greif da mal an. Ach, schön, weißen Drachen vernichtet. Nice. Nice, nice, nice. Richtig, richtig schön. Auf Wiedersehen, weißer Drache. Kaboom. Get down. Er holt sich einen weißen Drachen wieder, hey! Aber schön zu wissen, dass die Karten jetzt raus sind. Er kann ihn ultimativen spielen, aber selbst der wird ihm nicht viel bringen. So, was haben wir hier? So, ich gehe mal weiter. Zeit zum Einkesseln. Ich kann jetzt theoretisch... Warte mal, ich mach das mal... So... Das wird nichts, scheiße. Okay, das war so nicht geplant. Kaiba, dir wird irgendwann der Platz ausgehen, ich sag's dir. Das ist auch ein weißer Drache. Wenn er den so vorschickt, mit dem Wissen, dass hier ein 2000er Mob steht, liegt, wie auch immer. Das funktioniert nicht, ne? Das sind wie geflügelte Dinger. Doch, es funktioniert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Na, dann will ich nämlich hier rumgehen. Dann kann ich da hinten bald reincasten. Ich werde den halt ihn hier verdrängen. Genau so. So stelle ich mir das vor. Ja. Genau, dann werde ich wieder, wie beim letzten Mal, das Feld für mich nutzen. Oh, das ist ja nicht mit dir gewesen. Das kann ich spielen.
Hier, so ein Pissburger. Na, das war dämlich, aber... geht. Geht, 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 geht. Die hat mir dabei auch schon relativ viel, ja. Ah, das war auch dämlich. Hm. Der Genie der Lampe, Junge. Nee, nee, wir machen das mal. Du gehst mal zurück. Sollst ja da blocken. So. $300 für alle. Wir müssen gleich mal gucken, was der kann. Oh, alles klar, da hat Monster direkt aufgeflippt, sozusagen. Swellbar, und jetzt interessiert mich nicht weiter. Ach, er hat sich dupliziert, hä? Ah, das ist cool, das ist cool. Oh, mit... Nein, leck mich am Arsch. Ist nicht dein Er... Lol. Aber dennoch, leck's mir am Arsch, ey. Au. Oh. Das war schon so viel, dass ich gewonnen habe? Ach ja, er hat ja immer selbst sich Schaden zugefügt, natürlich. Oh, das war einfacher als erwartet. Ha. Huh. Komm schon, Monster Reborn. Nein, Monster Reborn, komm schon. Ja, sehr schön. Die nehme ich nämlich mit ins Deck. Dann kann ich eine mystische Elfe wiederbeleben. Haha, oder irgendwas Tolles vom Gegner. Das ist super. Dann kann ich irgendeinen Schwachsinn rausnehmen. Well done, Duelist. You chopped my dick off. Also macht das im Endeffekt genau dieselben Mist wie vorher. Ich glaube, dann kommt aber ein anderer Gegner raus. Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich, wenn das hier Quatsch zu Ende ist. Ich weiß, ich habe noch eine Menge Zeit dafür, aber ich will noch das Deck ändern. Das Deck. Rüttel, 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 rüttel. Der ist jetzt blau, ne? Rot? Ist das derselbe? Nee. Das wäre ja lame, wenn derselbe wäre. Männer würden verblöder, doch? Gucken, der hat irgendwas mit 1800 irgendwas gehabt, ne? So. Der hat sogar 2000 fast. Also der wird echt schwer zu knacken sein. Geh ich mal von aus. Monster Reborn hat 50. Wir können sogar eine Reinkarnation machen. Wir gucken erstmal, was wir rausnehmen. Wir gehen mal nach DC-Wert. Was haben wir hier alles für Kram drin? Parshad ist jetzt eh nicht so, was wir wirklich spielen nehmen. Dann ist der Wert, der steigt nicht so stark. Wir haben jetzt auf jeden Fall was, was wir reinkarnaten können. Ich würde sagen, Manga-Röhren haben wir eh zweimal. Gucken wir mal, was wir rausbekommen. Noch ein Tremendous Fire, okay. Ein dickes Burner-Deck machen hier. Was ist das denn? Breath of Light. Breath of Light. Alle Felsmonster werden vernichtet. Ist heftig, aber bringt uns einen Scheiß tatsächlich. Ach, guck mal, ein Mammut-Ding. Naja, das ist Bullshit gewesen. Mehr oder weniger. Okay. Okay. Dann machen wir uns gleich auf einen langen Kampf bereit. Denn der wird nicht ohne sein. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für heute erstmal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen
Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.